Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im The Home Farming Projekt auf der Karte hinter Kaifeck. Und mit dabei ist der Chris, der Gosli und der Moritz. Hallo. Hallo. Jo, wir haben ein bisschen gebastelt. Ihr seht es am Kontostand, wir haben nur noch 13.000. Und ja, das ist unser neuer Hof hier oben. Ich habe hier schon mal den Düngerstreuer reingestellt, hier in unseren Schuppen. Und ja, das wird unsere nächste Heimat erstmal sein für die nächsten Wochen und Monate. Und ja, das ist ein Kuhhof mit einem alten Fahrsilo. Das kann man natürlich wegmachen, werden wir auch irgendwann mal, wenn wir ein Silo brauchen. Wir haben hier noch einen schönen Hühnerstall. Und ja, sonst ist es ein echt cooler Hof, wenn man hier durchgeht. Sehr geil gemacht, muss man wirklich sagen. Also da haben sich die echt Mühe gegeben. Ist auf jeden Fall kein großer Hof, muss man dazu sagen. Also wir können ja jetzt nicht mit riesen Geräten anfangen, aber ja, für ein erstes Mal schaut das auf jeden Fall echt geil aus. Oh. Ja, die anderen sind noch... Stimmt hier nicht. Warum? Oder? Ne, bei mir. Alles gut. Ja, die anderen sind noch dabei, Kartoffelroden und Ansehen. Wir werden jetzt noch eine Mission fertig machen. Wir sind noch dabei, so ein bisschen die Fahrzeuge umzustellen. Also nicht wundern, wenn irgendwo noch ein paar Fahrzeuge mehr rumfahren. Die brauchen wir noch eben für die Mission oder für die Strohpelle zum Beispiel. Oh, aber ich denke mal, so mit Zeit für Zeit werden wir auf jeden Fall das Ganze ummodeln. Ja, das Konto, was jetzt noch offen ist, ist unser, sage ich mal, Ersatzkonto. Das Geld, was jetzt da immer drauf eingeht, durch Missionen, durch die Strohpellets noch, werden wir dann auf dem anderen Konto gutschreiben. Wir hatten vorher 34.000, 35.000, haben jetzt ein bisschen Geld dazugekriegt durch irgendwas. Und ja. Das werden wir dann alles ganz schnieke rüber überweisen und dann passt das auch. Jo, was haben wir noch? Eine Mission, Feld 11. Dann haben wir das andere Geschichte auch durch. Kartoffeln werden ja noch ein bisschen dauern, aber ich denke mal... Ja, dauert noch ein paar Minuten. Ich weiß nicht, wie das ausschaut. Wenn wir spulen, geht die Mission dann wieder weg, oder? Ich habe zwei angenommen, die Kartoffeldinger. Kann passieren. Mit unserem Glück könnte das passieren. Wäre es uns jetzt nicht passiert, hätte ich gesagt, jo, wir können spulen. Scheißegal, passiert nichts. Aber mit unserem Glück. Aber was das Geilste ist ja, Gosli ist noch nicht runtergeflogen. Nein. Nee, TS-Update war noch da. Ah, okay. Ja, irgendwas hatte ich gesehen, ich habe noch nicht abgedatet. Ich auch nicht. Das ist schon 4-5 Wochen. Deswegen funktioniert es wieder. Ich hab das ab... Der sagt mir seit 4-5 Wochen schon, ich soll es updaten. Ich mach's nur, ich kann Bock. Ja, ich warte eigentlich auch immer mit Updates irgendwie, weil ich immer so das Problem mit den Kinderkrankheiten irgendwie so Angst vor habe. Darum warte ich auch immer bei Grafikkarten, Treiber, Dings. Updates auch immer Ewigkeiten mit. Ah, oh, fertig. Ich. Hat ja nicht nur 10 Stunden gedauert. Oh. Ist halt 3 Meter Arbeitsbreite, ne? Ja, also eigentlich war es gar nicht so schlimm von der Zeit, aber guck mal, ich habe mindestens 90% der Feldfläche bearbeitet, wenn nicht noch mehr, und auch sauber bearbeitet. Hm. Und trotzdem hat er so lange gebraucht, bis er die abgeben wollte. Habe ich aber auch schon bei anderen Missionen gesehen. Auf Hof Bergmann war das auch. Ich hatte gepflügt und dann zum Schluss waren noch ein paar Meter übrig, ganz wenig nur noch. Aber mein Gott. Wieder 2000 Euro oder was gibt das? Ich glaube wohl 1,7. Ah
1,6. Hm, warum nicht? Ja, dann können wir auf jeden Fall mal gucken in Zukunft, was unsere nächste Investition ist. Ob wir Richtung Feld oder so gucken mal. Dann, oder Fahrzeuge. Seemaschine wäre vielleicht noch eine Sache. Schon hoch. Eine eigene. Ja. Vielleicht noch einen schönen Grubber. Haben wir irgendwie einen schönen Mod-Grubber irgendwie drin? Oder nur die Standard-Dinger? Oder haben wir irgendwie noch eine schöne Scheibenecke irgendwo? Sonst müssen wir da mal noch gucken. Flug könnte man ja den von Dings mit reinnehmen, Hof Bergmann. Mach mal wieder meinen berühmten Zettel. Ah ja. Ober AB-Pflug. Wollen wir uns noch irgendwelche Strohlager mit draufnehmen oder so? Irgendwelche Ballenlager? Warum nicht? Schaden kann's ja nicht. Hätten wir überhaupt Platz dafür? Ja, muss man halt zur Not irgendwo auf dem Feld hinsetzen. Zur Not. Am Hof weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ich glaube eher weniger. Gut. Fertig. Mal abschließen. Den MB-Truck, den gemieteten, brauchen wir auch nicht mehr, ne? Dann gebe ich das jetzt alles zurück. Gut. Was haben wir denn noch offen? Ernten und Pflügen, aber das können wir auch vom anderen Konto machen. Ich hätte gesagt, ich nehme das Ernten noch an, diese kleine Mission. Jo. Jetzt müsst ihr einmal lecken. Ja, ich merk's. Soll ich Flügen annehmen oder soll ich Chris beim Abfahren helfen? Wie du möchtest. Ich denke, du brauchst nicht so oft einen Abfahrer, ne? Ich? Feld 17, das ist so ein kleines Pupsfeld. Ich habe eh nur 3 Meter. Ja, dann nehme ich noch Flügen an. Boah. Vor allen Dingen ist dir schon mal aufgefallen, wir kommen immer irgendwie auf das DLC zurück, aber wenn du den Flug mit dem Flug aus dem DLC mal anguckst, ist genau dasselbe. Ach schön. Bloß, dass er eine andere Farbe hat, einen anderen Rotton und einen anderen Blauton. Also, ich finde ja eigentlich mit so kleinen Maschinen gar nicht so schlimm, aber Projekten macht's halt, da geht's halt eher um die Zeit. Also, ja. Also bei mir geht's eigentlich ja eher um Realismus. Auch wenn man es nicht glauben mag. Hattest du jetzt eigentlich den Fendt umgebaut oder irgendwer anders? Ich natürlich, aber der Sound ist eine Datei. Ja, ja, das meine ich, die Datei da eingebaut und so. Die eingebaut habe ich sie selber, aber die Datei hat wer anders erstellt. Ja, ja, das, die Datei war ja das andere Ding da. Oh, das ist nur die Datei einfügen, die alte löschen und in der XML vom Trägerhaus umbenennen. Hm. Ging schnell. Aber ich, mit Sicherheit gibt es Leute, die sind mit diesem XML-Umbenennen überfordert. Ganz sicher. Da zähle ich mich dazu, wenn du erstmal keine Ahnung davon hast. Ja. Dann gute Nacht. Also ich habe es jetzt in 4 Minuten gemacht, so ungefähr. Ja. Befass dich damit. Der hat auch genügend Zeit. Tagtäglich.
Das Hochladen des Trackers auf Work Upload, dass ich einen Gacki schicken kann, hat länger gedauert als das Umbauen. Ja, ich habe mich jetzt mal mit Chines Editor so ein bisschen befasst. Mal die Tutorials von Chines durchgeguckt, dass man mal so ein paar Grundbegriffe kann. Ich würde ja gerne in eine Programmierschule gehen, aber bei uns in der Schule gibt es keinen vernünftigen Programmierkurs und Lehrer, den ich mag. und in meiner Stadt gibt es eigentlich auch nicht sowas wirklich. Habe ich noch gar nicht geguckt bei uns hier irgendwo in der Nähe, ob sowas überhaupt gibt. Ach, bei mir bestimmt. Sonst würde ich das schon mal auch machen wollen wohl. Weil Skripten wäre halt schon nice. Man so ein paar Sachen kann. Wenn du Skripten kannst, baue ich die Karte. Du kannst die Skripte dann einbauen. Gegen mir. Das bestimmt. Es dauert ja auch nicht nur ein bisschen länger. Vor allem wenn man Anfänger ist. Boah, ich baue dir eine Standardkarte. Einfach runterladen, fertig. Ja. So ein bisschen modellieren, ein paar Felder hinsetzen. Auf nur 2x2 Karte, so eine Standardkarte. Ja, holst einfach fest, rund, fertig. Ja. Ja, aber mal gucken. Nach meinen Prüfungen, da habe ich ja dann wieder Zeit für sowas. Wird sowas mal so ein bisschen in Angriff genommen, mal so ein bisschen rumprobieren. Und also klar, ich könnte mir Skripten halt auch per YouTube-Videos und so beibringen, aber da bin ich ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Dauert wahrscheinlich viel länger, wenn man mal irgendwas im YouTube-Video nicht versteht. Ich wollte gerade sagen, wenn du irgendwas mal nicht verstehst, kannst halt da, sag ich mal, fragen. Jemanden, der Ahnung hat. Was würdet ihr sinnvoller finden für ein RP-Projekt, dass man die Dinger sich selber setzen kann, die Höfe, oder dass die fest verbaut sind? Wenn du das sozusagen für uns direkt so einbaust, dann wäre natürlich schon platziert besser, aber... Nee, ich meine halt ob leere Flächen und man nimmt halt dann ein paar platzierbare Dinger mit rein und setzt sich das zusammen oder halt... So ein festes Ding schon wie auf Ellerbach. Platzierte Dinger sind halt schlecht für die Performance. Ja. Deswegen, also wenn du die Möglichkeit hast, dir deinen eigenen Hof sozusagen direkt im Giants Editor zu bauen, auf jeden Fall immer Giants Editor. Ja, ich bin halt so ein bisschen am Überlegen. Ich glaube, wenn du das so ein bisschen kannst im Giants Editor, ist das Höfe platzieren, glaube ich, das geringste Problem. Jo. Ich glaube, das Schlimmere ist, die Felder da alles machen und die Wege vernünftig. Ja, vor allem, dass es halt halbwegs naturell aussieht und nicht nur... Wollte ich gerade sagen. Gerade richtig, Straßen. Richtig dekoriert und die Deko und die ganzen Bäume überall hinklatschen. Und jedes Graszipfelchen, wie man hier jetzt zum Beispiel sieht, muss ja dann hingemalt werden. Ja, aber mal gucken. Kommt Zeit, kommt Rat. Passiert ja nicht. Und Blender würde ich mich ja auch gerne noch ein bisschen besser auskennen. Mit Blender machen oder halt rein da machen mit Chance Editor? Nee, Blender Gebäude. Ach, Blender. Ich habe Blender verstanden. Ja, das sind die zwei Sachen so nebenbei. Ja, nur Blender, also ich baue ja, wenn ich es könnte, würde ich ja auch für den Winter Resort Simulator in Blender ganz viele Gebäude bauen, aber also ich baue für den
Wintersimulator ja ein originales Skigebiet nach und da will ich halt auch einige Gebäude original nachbauen. Hm. Aber, und ich bin halt aus meinem Team, wo ich drin bin, bin ich der Einzige, der dieses Skigebiet wirklich richtig gut kennt. Und sozusagen auch gefühlt jedes Gebäude auswendig kennt. Deswegen müsste ich es halt auch selber machen, so ungefähr. Aber ich traue mich noch nicht so wirklich da dran, das alles alleine zu bauen. Ja, ich sag mal, die Steuerung muss man drin haben, sag ich mal. Ja. Weil so eine Bodenplatte mit einer Wand außenrum habe ich jetzt auch dran. Das war mein letzter Stand. Aber wenn ich dann sehe, dass man Texturen und hier und da und ja. Texturen ist gar nicht so schwer. Nicht? Eigentlich nicht. Ich wollte mir ja eigentlich so ein paar so Boxen fertig machen für Ellerbach. Einfach so für den Bauhof einfach ein bisschen schöner machen. Mhm. Ist ja eigentlich nichts Kompliziertes, eigentlich nur eine Wand außenrum. Ich weiß nicht genau, was du für Boxen meinst, aber ich sage ja halt so Shitboxen einfach, wo man in Realität Schotter oder Sand oder sonst irgendwas reinkippen würde, sag ich mal. Das ist wirklich nicht schwer. Im LS machst du halt irgendwie, keine Ahnung, Getreide oder Stroh oder sonst halt Getreide, Kalk oder irgend sowas halt rein so. Ja. Das Interessante wird dann halt wieder die Kollision und somit auch die XML sein. Wollte ich gerade sagen. Hab ja auch schon überlegt, ob ich mir den Rea ein bisschen anpasse, aber das ist so schwer. Den Rea? Rea-Mod, ja, weil, also es ist halt schon so, der Rea ist realistischer, aber teilweise zu hart. Also du bist ruckzuck im Boden drin, wenn du noch nicht im Boden drin wärst, so ungefähr. Du kannst ja nicht mal, also in der Fahrgasse, die ist ja gegrubbert im Spiel. Wenn du mit einem Drive-Lane eine Fahrgasse machst, ist die ja gegrubbert. Wenn du da mit Pflegebereifen reinfährst und es davor den Tag geregnet hat, ist Ende. Da bewegst du dich auch keinen Zentimeter mehr. Ja, in Realität wäre es halt dann, wie viel hat es geregnet, sag ich mal. Wenn es 2 Wochen zuvor geregnet hat, okay, fährst du da auch nicht mehr rein, aber wenn es jetzt nur ein bisschen... In der Realität hast du auch nicht so dünne Klappen, wie im LS. Wenn dann ist die Fahrgasse so festgefahren, dass sie gar nicht nass geworden ist. Ja. Da ist Wasser weggelaufen. Deswegen habe ich auch... letztens in einem Video Pflegebereifung gesehen, die ist halb so groß wie die Standardbereifung bei den meisten Traktoren hier im Spiel. Die ist dann schon angenehm und die sinkt halt auch nicht so schnell weg. Eine Runde abtanken. Nächste, was ich machen möchte, ist mit einem Typ, der mir letztens schon bei einem Menu-System bauen ein bisschen geholfen hat. Der wollte mir irgendwann mal, wenn wir beide Zeit haben, Simple IC verbauen beibringen. Okay. Auch bestimmt eine coole Sache. Oh, Giants Editor. Oh. Giants Editor ist schon ganz schlecht eigentlich immer. Können wir da eigentlich schon was reinkippen? Ah, fuck, 200 Liter bleiben noch übrig. Naja. Ja, aber ich sag mal so, man wächst in das Ganze rein und Übung macht den Meister, so schön es gesagt ist. Und wenn man da ein bisschen Übung drin hat, läuft das auch irgendwann besser. Dauert halt seine Zeit. Ich sag mal so, die anderen sind auch nicht von heute auf morgen. Haben die auch nicht alles gekonnt. Ja.
Habe ich letztens auch drüber nachgedacht, was wäre, wenn Leute wie Wobster oder insgesamt Farming Agency oder so, wenn die Leute nichts mehr machen würden. Ja, ich weiß es nicht. Oder solche Karten wie Hopfach oder sonst was. Oder die Dings rausgebracht haben, GC. So, ja. Ha, muss man überlegen, wenn man. Ja, ich sag mal so, das erste Jahr vom LS ist ja fast ohne, ja, ohne Produktion, sag ich mal, richtige Produktion. Sobald ja. halt das Skript rauskommt, dann läuft's halt wieder. Jo, aber ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.